BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Der Listhof in Reutlingen steht seit vielen Jahren für kompetente Bildung bei Umweltthemen. Im Zuge der Covid-19-Pandemie musste das Umweltbildungszentrum für viele Wochen schließen. Infolge dieser Schließung ist ein existenzgefährdendes Defizit von etwa 30.000 Euro entstanden und so haben die Verantwortlichen des Listhofes einen Förderantrag beim Landesprogramm Corona-Hilfen gestellt, leider ohne Erfolg. Nun wurden alle Reutlinger Landtagsabgeordnete angeschrieben mit der Bitte um Unterstützung. Spielerisch die Umwelt entdecken und gleichzeitig etwas über erneuerbare Energie und Artenvielfalt zu erfahren, dafür steht das Umweltbildungszentrum Listhof. Doch nun stehen dem Listhof harte Zeiten bevor, denn durch die Corona-Pandemie musste das Zentrum wie viele Museen und kulturelle Einrichtungen schließen. Seit einiger Zeit ist die Bildungseinrichtung wieder geöffnet und bietet wie gewohnt ein Programm für alle Altersgruppen an. Es ist jedoch nach Angaben der Verantwortlichen ein gefährliches Defizit entstanden. Ja nun, der Listhof ist ein sehr erfolgreiches Umweltbildungszentrum. 12.000 Besucher im vergangenen Jahr 2019, das ist eine enorme Zahl. Wir haben die Steigerung in wenigen Jahren so hoch bekommen, dass die Jugend, vor allem Kinder und Schüler und Lehrlinge, junge Erwachsene, hierher kommen, um hier etwas zu erleben, die Natur zu erfahren. Und dieses ist durch Corona abrupt gestoppt worden und die Zahlen sind teilweise ganz in den Keller gefallen oder sie sind auf ganz niedrigem Niveau. Und diese Situation ist bedrohlich für den Listhof. Deshalb hat die Leitung einen Förderantrag beim Landesprogramm für Corona-Hilfen gestellt. Dieser wurde jedoch abgelehnt mit der Begründung, dass der Listhof nicht zum Sozialministerium, sondern zum Umweltministerium gehört. Aus dem Ministerium fehlt bislang jegliche Antwort. Und so hat der Vorsitzende des Trägervereins um Unterstützung bei allen Landtagsabgeordneten aus Reutlingen gebeten. Die hiesigen Parlamentarier sind sich einig, dass der Listhof eine bedeutende Bildungseinrichtung sei. Einen Listhof kenne ich ja seit seiner Gründung, ist eine wunderbare Einrichtung. Ich habe schon einige Regierungsmitglieder hierher geführt, weil ich immer gesagt habe, guckt euch das an. Sie waren auch immer strahlend, waren völlig begeistert und das ist auch klar, dass uns das wichtig ist. Ja. Ich habe jetzt auch schon Schriftverkehr mit dem Umweltministerium gehabt, die kümmern sich drum. Ich hoffe, dass wir eine Lösung schnell finden, wenn nicht, dann dauert es halt ein, zwei Wochen länger, aber wir kriegen das hin, da bin ich ziemlich überzeugt. Das Umweltbildungszentrum Reutlingen ist was Einmaliges. Es ist nicht nur besonders, es ist wirklich einmalig und von daher kann es nicht sein, dass hier dieser wichtige Bildungsträger hier im Stich gelassen wird. Also ich bin zuversichtlich, dass mit der Unterstützung der Kollegen wir hier eine gute Lösung hinbekommen. Der Listhof ist ein Teil vom Biosphärengebiet und gehört einfach dazu. Er ist die Nachhaltigkeit, was Umwelt angeht und es ist einfach so, dass er für unsere Nachfahren, für unsere Kinder einfach eine tragende Säule in der Region in Reutlingen spielt. Wir haben das ja, das Parlament hat die Gelder freigegeben und dass hier eine Bildungseinrichtung ist, ja, gehört auch diese Bildungseinrichtung unterstützt und da alle Parteien dahinter stehen, denke ich, gibt es keine größeren Probleme, erwarte ich auf jeden Fall. Nach dem heutigen Gespräch sieht Reutlein etwas hoffnungsvoller in die Zukunft. Ja, ich nehme mit, dass wir als Listhof eine große Wertschätzung erfahren und diese Wertschätzung ist schon ein ganz großes Pfund, dass man uns kennt, dass man weiß, was wir tun. Und ich nehme auch mit, dass sich die Abgeordneten dafür einsetzen, dass wir eine Unterstützung durch das Land bekommen. Nun hoffen wir, dass das auch bald geschieht. Und da sind wir jetzt mal optimistisch, dass wir da bald eine gute Antwort bekommen. Man darf also gespannt sein, wie das Umweltministerium in den nächsten Wochen entscheiden wird. Soweit die BB1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bb1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.